Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Szenedomme. Heute geht es um einen Science-Fiction-Klassiker, beziehungsweise eigentlich ist es mehr ein Science-Fiction-Geheimtipp, Enemy Mine. So, fangen wir an mit der Story. Es herrscht Krieg zwischen der Menschheit und den Drak. Die Drak sind eine reptilienähnliche Rasse. Und Dennis Quaid spielt einen Piloten der Menschen. Und der gerät in ein Gefecht und stürzt dann mit seinem Raumgleiter ab und einer der Drak-Piloten stürzt auch ab. Und die stranden dann auf einem Planeten und am Anfang sind sie Feinde und dann arbeiten sie aber nach und nach zusammen. Und viel mehr verrate ich jetzt aber mal nicht. Die Story ist okay, jetzt nichts Weltbewegendes, aber die Art und Weise, wie sie erzählt wird und die Message der Story finde ich halt echt gut. 7 von 10 Punkten. Figuren und Darsteller. Im Prinzip gibt es so gut wie eigentlich nur zwei Darsteller. Also es spielen schon noch ein paar mehr mit, aber die beiden Hauptrollen haben eben Dennis Quaid und Louis Gossett Jr., der den Drak spielt, und die machen ihre Sache ganz gut. Problematisch wird es dann bei den Nebendarstellern teilweise, die sind nicht ganz so gut, die Schauspieler, aber die beiden machen ihre Sache super. 8 von 10 Punkten bei Figuren und Darstellern. Dann kommen wir zur Atmosphäre und Design. Das Design ist so, könnte ein bisschen besser sein. Also das Design der Aliens, also der Drak, gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Alles, was aber mit Raumschiffen und Technik zu tun hat, da ist das Design sehr schwach. Deswegen ziehe ich da ein bisschen was ab. Die Atmosphäre ist allerdings wieder toll. 8 von 10 Punkten bei Atmosphäre und Design. Dann kommen wir zum Humor. Humor ist durchaus drin in dem Film, auch wenn es keine Komödie ist. Aber das ein oder andere Mal gibt es schon eine witzige oder skurrile Situation zwischen den beiden. Deswegen bei Humor 5 von 10 Punkten. Dann kommen wir zu Schnitt und Kamera. Die Kamera ist solide, der Schnitt ist für die damalige Zeit ganz gut, kann man heute auch noch angucken. Was ja heute oftmals das Problem ist bei so alten Filmen, dass einem der Schnitt seltsam vorkommt, fand ich jetzt hier nicht so. Deswegen 8 von 10 Punkten. Dann kommen wir zu Effekte und Action. Das ist jetzt so ein zweischneidiges Schwert. Die Drak, also das Alien, es ist richtig toll gemacht. Die Masken sind gut und die Effekte sind gut. Und er hat hier solche Atem Kiemen, was auch immer, das ist toll gemacht. Problematisch wird es mit den Wettereffekten und den Hintergründen und dieser Planet und wie das so gemacht ist. Da sind die Effekte deutlich, deutlich gealtert. Da kann man nicht wegdiskutieren. Obwohl, wie gesagt, das Alien immer noch super gut gemacht ist, auch nach heutigen Maßstäben. Ein Practical Effekt, aber ein sehr, sehr, sehr guter. Aber trotzdem muss ich hier bei Effekte was abziehen. Und Action ist nicht so viel drin, sondern es geht wirklich hauptsächlich um die beiden. Deswegen 8 von 10 Punkten bei Effekte und Action. Dann kommen wir zur Spannung. Da ist am Anfang noch nicht so viel drin und je länger der Film geht, umso mehr baut sich aber Spannung auf. Aber die Spannung ist nicht von der ersten Minute an da, deswegen ziehe ich hier auch noch mal ein bisschen was ab. 7 von 10 Punkten bei der Spannung. Soundtrack ist ja typisch für seine Zeit, so Synthesizer ein bisschen und keine eingängigen Melodien fand ich jetzt nicht so toll. 7 von 10 Punkten beim Soundtrack. Dann kommen wir zur Genrewertung. Wie gesagt, es ist so ein bisschen ein kleiner Geheimtipp. Im Prinzip erzählt er jetzt keine neue Geschichte, aber er packt es halt in ein schönes Science-Fiction-Szenario und wie gesagt, die Effekte vom Alien sind echt gut gemacht und die Chemie zwischen den beiden finde ich toll, die Dialoge sind recht gut. Von daher kann ich hier guten Gewissens eine 8 von 10 geben. Es ist keiner der ganz, ganz, ganz großen Filme, aber auf jeden Fall ein Geheimtipp. Und auch in der Gesamtwertung kann ich sagen 8 von 10 Punkten, weil der Film durchaus dieselben Stärken auch bei Nicht-Genre-Fans auffahren kann. Und er funktioniert auch sehr gut, wenn man eigentlich mit Science-Fiction nichts anfangen kann.
Von daher 8 von 10 Punkten. Und ich hoffe, die Kritik hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Bei Anregungen oder Kritik ab in die Kommentare damit. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Abonniert unseren Kanal. Bis dann, macht's gut.